Hallihallo und willkommen zurück. Heute möchte ich dir mal zeigen, wie du auf eine ganz, ganz schnelle Art und Weise Bündchen annähen kannst. Und ich habe das jetzt zwar an einem Pullover für mich gemacht, aber ich mache das immer sehr gerne bei kleinen Sachen, so Größe 86, so die Kinderklamotten, wo man sich dann die Finger bricht beim Bündchen annähen. Und das geht wirklich ganz schnell und einfach. Viel Spaß! So, ich habe jetzt hier meine Shirt-Zuschnitte und ich habe jetzt ein Raglan-Shirt genommen und ja, nähe jetzt als allererstes die Ärmel an das Rückenteil ist jetzt hier. Das ist meine Raglan-Liebe, die ich da genommen habe. Wichtig ist, dass du jetzt, wenn du quasi das Vorderteil an die Ärmel nähen möchtest, nur eine Seite zunähst. Wenn du ein ganz normales Shirt hast, also mit normalen Armeinsätzen, dann legst du Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und nähst auch nur eine Schulternaht zu. Genau. So, dann geht es schon weiter mit dem Zuschnitt der Bündchen. Genau. Ich habe jetzt vor, überall Bündchen ranzumachen. Also sowohl am Halsausschnitt als auch an den Ärmeln und auch unten am Abschluss. Das soll so ein richtig schönes, kuscheliges Shirt werden. Ist ja auch so ein richtig toller Kuschel-Sweater. Genau, also jetzt einmal alle Bündchen zuschneiden. Und die werden dann jetzt auch gleich an die Ärmel angenäht. Das zeige ich dir gleich. Jetzt habe ich hier noch geguckt, ob das Schlauchbündchen auch reicht. Also ich habe das an einer Seite aufgeschnitten und teile das dann jetzt auch nochmal an der anderen Falz. Und dann wird das auch schon gleich an die Ärmel angenäht. Und du kannst das natürlich stecken, also das Bündchen links auf links falten, sodass die rechte Seite außen ist. Und dann jetzt einfach unter Dehnung an den Ärmel annähen. Und wie doll du da dehnst, das hängt immer so ein bisschen von der Stabilität des Bündchens ab. Genau, ich glaube, ich habe jetzt hier, genau, ich habe noch nicht mal das Bündchen geteilt, sondern mache das dann nachher in einem Rutsch durch. Wichtig ist eben, dass jetzt als allererstes Bündchen angenäht werden. Genau, hier oben, das ist der Halsausschnitt. Gut, bei der Variante jetzt hier, bei so einem großen Pullover, kann man natürlich auch die Bündchen normal annähen. Aber ich schwöre dir, wenn es um Kinderkleidung geht, so Größe 86 und kleiner und selbst ich jetzt noch mit meiner 122, das wird dann so ein Gefummel oben am Hals und auch an den Ärmeln, da liebe ich diese Variante. Und dann geht's los. Wie gesagt, du kannst das gerne stecken. Ich habe das jetzt hier ein bisschen freihand gemacht. Und das hier ist jetzt der Halsausschnitt. Da wird das Bündchen rechts auf rechts angelegt und dann einmal rumgenäht. Und du hast ja jetzt noch eine Naht offen. Hier beim Raglan-Shirt ist es eben eine von den Ärmelnähten. Da würde ich dir auch empfehlen, nimm eine Ärmelnaht vom Rückteil. Und wenn du eben ein normales Shirt in Anführungsstrichen hast, dann ist ja noch die eine Schulternaht offen, sodass du eben oben einmal ringsum dieses Bündchen so annähen kannst. Das ist jetzt hier der erste Ärmel gewesen. Jetzt schnippel ich das Bündchen ab und nähe das auch unter Zug an den zweiten Ärmel an. Und dann hast du schon die Bündchen an Halsausschnitt und an Ärmel dran. Nun legst du alles ganz sauber aufeinander und du kannst das da oben auch gerne stecken, damit es wirklich passt und da auch dann die Naht aufeinander ist. Und dann wird ein Ärmel zusammengenäht. Also Ärmel über da unten über die Achsel und dann einmal an einer Seite das ganze Shirt zusammengenäht, sodass du nun auch eine Seitennaht geschlossen hast. Und jetzt habe ich mir dann das Bündchen für unten rum gedacht, ne, an den unteren Abschnitt. Das habe ich mir geschnappt und jetzt wird das genauso angenäht, weil eine Seitennaht ist zu, die zweite Seitennaht ist noch offen. Also du kannst jetzt genau einmal das Bündchen unten rannähen. So, jetzt alles schön säuberlich übereinander nähen und das ist jetzt der Halsausschnitt und den
auch vom Hals nach unten zunähen, ne, damit die Naht oben wirklich schön sauber wird. Und nun ist dann der zweite Ärmel dran. Der wird jetzt auch einmal im Rutsch zusammengenäht. Und zack, einmal noch die Fäden reinziehen und schon bist du fertig. Die Art und Weise geht das eigentlich richtig schön schnell. Es ist natürlich so, dass man oben die Naht sieht. Deswegen bei Pullover mit genug Ausschnitt, da würde ich immer die klassische Variante nehmen, mit Bündchen erst zusammennähen und dann eben an den Ausschnitt ranmachen. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade so bei Kinderkleidung und bei kleinen Sachen ist das perfekt. Und wenn du das machst, dann mach das an einer hinteren Naht, denn dann verschwindet das dann am Ausschnitt oder unter den langen Haaren oder wie auch immer. Ne? Also falls es dann nicht ganz so doll passt, dann ja, sieht man es nicht so. Ansonsten hoffe ich, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich über ein Abo und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!